Ich hab einen Abszess! Bruno hat einen Abszess! Ja, hallo und willkommen zu Payday. Warum wusste ich, dass das wieder kommt? Wir spielen Wachhunde. Scheißegal, ich hab einen Abszess! Ja, und zwar einen richtig großen Tennisball groß, wenn ich mich recht erinnere. War das nicht Handball groß? Handball? Ja, kann auch sein. Medizinball groß! Ah. So, jedenfalls ist wieder Frank mit dabei und Philipp und Bruno, den hört man im Hintergrund und spielt wieder unsere Spiele. Philipp kriegt sie nicht mehr an. Am besten wir legen einfach los. Ja. Sonst kommen wir ja gar nicht mehr weiter. Wisst ihr, was mir bei eurem Payday Let's Play aufgefallen ist? Da ist ständig so ein Lappen im Hintergrund, der ja nicht mitspielt und die ganze Zeit nur Scheiße labert. Oh no, musst du dich selbst immer dissen. Bruno, warum bist du nur so scheiße? Echt, ey. Das liebt ihr doch so an mir. Ja. Aber unsere Zuschauer nicht, die hassen dich. Ja. Welche Zuschauer, die zwei Stück da? Zahlreiche Zuschauer. So. Ey, was ist denn für eine Beleidigung, bloß weil ich sage, dass es keine 10 Millionen sind? Deine Mom! Argumentation der Virginies. Ja, genau. Matthias, du hast uns noch gar nicht uns begrüßen lassen. Schäm dich. Ja, ihr labert ja auch bloß, dass Bruno ein Abszess hat. Ja nicht. Naja doch. Dann sagt jetzt doch mal Hallo. Hallo, Zuschauer. Aua. We are so awesome. Return fire. I'm getting you a driver. You need to keep them off the coke. Ich hab gerade mit Coca-Cola gesagt. Ich bin mit Matthias und mit Bruno. Ist jetzt so behindert. Wir haben alle Tourette. Nicht lustig. Oh doch. Ja, oh, entschuldigt. Ich mich geräuspert für die, die es nicht mitgekriegt haben. Räuspert doch nochmal für die, die es nicht mitgekriegt haben. Ich glaube, wir haben schon wieder eine Abendmacke. Oh ja. Nicht zu verwechseln mit der Abendlatte. Der war nicht, ich weiß. Der war nicht. Der war echt nicht. Ja. Ja. Mach weiter schlechte Witze, Gronkh macht das ja auch so. Ja, dann kriegen wir auch unsere Million bald. Wieder Abos hat. Ah, das ist ein Sniper. Hi. Unsere schlechten Witze müssen einfach nur schlechter sein als die von Gronkh. Das geht doch schon von ganz allein. Ja, wir müssen. Nee, das geht nicht mehr. Den kann man nicht toppen. Das geht nicht. Schlechter von Gronkh. Das geht nicht. Nee. Also nicht mal ohne Philipp. Warum? Ja, wegen deinen schlechten Witzen. Ey, ich hab eh einen schlechten Witz gemacht, seit 3000 ja? Folgen. 3000 Folgen? Den auch Folgen. Na komm. Achso, Futur 3. Beschreiben Sie Vorgänge, die in der Zukunft so weit abgeschlossen sind, dass sie in der Gegenwart stattfinden. Das ist wie Präsens umständlich. Zieht euch mal Jan Philipp Zimny rein. Werbung. Awesome! Awesome! Nehmt Awesome! Oder lasst es sein. Ehrenkatapult! 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 Warum denn? Fick dich deshalb! Aber ich krieg Schaden. Ich bin gleich tot so. Ja und ich verbrenne in der Atmosphäre, das ist viel schlimmer. Gar nicht. Bruno zockt gerade Kerbal Space Program. Ist irgend so ein Freakstück. Und ich habe übrigens einen Abszess. Ja. Mindestens. Ein Abszess auf dem Abszess wird zu so ein Katzenschwanz. Ich hab so krass und so packen.
krass und so kacken? Ja. Dann pack aus. Da kommen überall Schüsse. Alter, könnt ihr die paar Gegner nicht abhalten? Nein, ich muss mich regenerieren. Na super, der ist am Arsch der Welt. Mach immer mehr. Dortmund? Dortmund? Wieso Dortmund? Alter, wo kommt die denn jetzt her? Junge! Bewacht hier eigentlich irgendwer irgendwas? Ja, ich meine Rakete. Ich bewache den Typen, der den Schloss knackt. Genau, denk mal, Matthias, ich kann gerade nichts weiter sehen außer deine Leiche. Ja, ich muss noch lebt. Denk mal, Matthias, ich kann nichts. Merkst du, wie jemand gerade über deine Witze brüllt? Lachen sie alle sowas schon schlapp, ey. Das geht ja nicht klar. One down. We need three more. Ihr mobbt mich. So, weil wir hier sowieso immer nur Werbung auf dem Kanal machen, kann ich jetzt mal gleich und so Satz zu Ende ohne Prädikat. Argumentationslevel Genius. Ich habe heute die neue Bionade Cola probiert. Oh, ich habe die neue Bravo gelesen. Ich glaube nicht, dass sie gleichzusetzen ist. Doch, definitiv. So. Oh Mann. Kauf den Scheiß nicht. Also Bravo und Bionade Cola. Ist beides da. Matthias, wie viele Munitionspakete hast du noch? 1, 7. Wieso? Weil ich eins schon da hinten vorne hingelegt habe. Aber hast du nicht immer zwei? Ja, deswegen habe ich noch eins mit, weil ich habe ja eins da vorne hingelegt. Verstehst du? Nein, du lügst. Du lügst. Mann. Du lügst, dass ich lüge. Ich habe Schmerzen. Ja. Oh. Das ist schon okay, der Escape Driver kommt. Wir müssen schon mal langsam zurückgehen, würde ich sagen. Kriegst du nicht. Doch. Nein. Doch. Nein! Argumentation der Virginis. Wollen wir nicht zu dem Fahrer? Ja, los. Schnell. Die paar Gegner können wir auch im Vorbeigehen erledigen. Ich werde jetzt wahrscheinlich sterben, deshalb. Ich bin tot. Wie gelassen du mit deinem Tod umgehst. Danke. Na super. Ich werde vielleicht sterben. Ja, ich bin tot. Okay, jetzt müssen wir wahrscheinlich hier warten auf den Hubschrauber hier oben. Ja. Hoffentlich kommt er hier. Warte. Hoffentlich. Aber sonst eigentlich auch immer. Frank? Hallo! Hallo Leute! Willkommen zurück! Hackt zwei Wachhunde und so. Ja, dann wen Lappen jetzt sagt man auch was. Ja, ich hab gesagt hier und so. Ja, Jesus Gott. Ich mein ja. Ja, Bruno Gott ist dazu. Bruno ist kacke. Ich bin der geilste von uns. Überhaupt nicht selbstverliebt. Okay, wir haben nicht viel Zeit. Ich wundere, dass ich diesmal keinen Absatz hab. Mittlerweile ist es schon deine Aufgabe, das zu sagen. Ja, genau. Die bringen die ganzen Pakete hier weg und so. Die scheiß Kackfreaks. Juhu! In jedem Paket ist ein Stück von meinem Abszess drin. Weil, wieso? Die passen nicht in ein Paket. Der passt nicht in ein Paket. Koksball. The only way. The only, only, only way. Matthias. Ja? Ich liebe dich trotzdem. Platonisch. Matthias macht A in seine Hose.
Keine Ahnung. Wollen wir das Koks wieder auf diese Plattform oben hinbringen oder auf den Raum davor? Wollen wir jetzt einfach wegkoksen? Ich bring's wieder hier oben auf die Plattform. Also, Frank, verhältst so du gerade Koks-Beutel. Drogenkonsum und Drogenmissbrauch? Ja. Ich wollte nur fragen. Ja. Wie komme ich hoch? Wo war das? Da ist eine Treppe, ja. Ah, da ist eine Treppe, ich sehe eine Treppe. Ihr Noobs, keiner hilft mir, muss die Treppe allein finden. Ihr Noobs, ihr habt die Treppe nicht gesehen. Alter, wir sind die Noobs, weil du die Treppe nicht findest, sehr gut. Ja. Also mir erkennt ja Sache, wo die Treppe ist, muss ich gar nicht rausfinden. Ich bin keine Haare an der Treppe, war. Warte, oh, Alter, wie krass. Wieso, es gibt auch ein paar harte Männer. Oh, jetzt redet er wieder von Analöffnung, Alter. Ich will doch nicht wissen, was du in deiner Freizeit machst. Also für alle schwulen Zuschauer, ja, Philipp ist schwul, oh ja, und er ist noch zu haben. Und nein, er ist nicht schwul. Und ja, Frank hat gelitten. Deshalb ist er so bekloppt. Ja, wir reden jetzt von uns in der dritten Person. Ja, machen wir jetzt. Machen wir. Also, ja. Also. Die einzige Person, die ich geil finde, ist ich. Wir kommen Leute hoch und so. Was? Nicht lügen. Was ein Bullshit. Die einzige Person, die ich geil finde, ist ich. Ja. Oh Gott. Oh, awesome. Ah. Junge, ne. Alter, auf mein Kinder. Beruhige dich wieder. Ja, Philipp, beruhige dich. Wer sind dein Kinderjoy? I love my Kinderjoy. Ich liebe meinen Kinderjoint. Der war nicht. Aua. Bräuchte eventuell Hilfe auf dieser Plattform hier, wenn alle drin campen, bringt es nicht wirklich was. Welche Plattform? Deine Mutter braucht Hilfe. Na, welche Plattform? Campen. Ja. Hallo. Ist hier was schön morgen an der Arbeit sein wird? Dass ich nicht arbeiten muss? Ja, Feierabend. Ja, dass du nicht arbeiten gehst. Ich will mein Leben an dich überhaupt mal arbeiten gehst. Was, ich studiere? Da muss ich ja arbeiten. Ja, aber nach dem Studium bist du professioneller Hartz-IV-Empfänger oder was? Ja, Doktor in Hartz-IV. So. Promoviert Hartz-IV. Die einzige Person, die ich geil finde, bin ich. Nein, ist ich, hat er gesagt. Ja, jawohl. Ich muss auch den meine Grammatik und Sprachprobleme thematisieren. Ich bin Frank und ich spreche voll seltsam, damit es anderen hier schwer fällt, mir kann man so sagen, zuzuhören. Ja. 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 Das hast du schön gesagt. Ja. Ich bin letztes Mal schon bei den Folgen aufgefallen. Ja, ich kann einfach nicht richtig reden. Aber das ist ja das Coole daran. Ja, stört ja auch keinen, du bist wie Stolper. Ja. Der kann nicht reden, aber hindert ihn daran. Scheiß zu labern? Nein. Wir müssen nicht noch mehr Beutel hinbringen, ne? Wir können uns da oben wieder vercampen. Danke für das. Aber was bringt das? Ja, wir sind nicht. Die restlichen Beutel, denke ich mal, können wir so denn noch mitnehmen. Mhm. Oder das Boot kommt nochmal. Ich glaube, der kommt zweimal. Ja. Hast recht. Bleib am Leben, bis das Boot zurück ist. Aber ich glaube, beim letzten Mal ist es nicht wiedergekommen. Da durften wir dann gehen. Ja. Aber ich fürchte, das Geld dafür haben wir dann nicht bekommen. Da bin ich mir bis heute nicht so ganz sicher. Am besten sollten wir mal warten dann.
LOL! No. So, sinnvoll gespielt. Das geht so nicht, das geht so nicht. Nee, können wir nicht machen. Nee, das geht so nicht. Das ist so viel für mein Herz. Das ist auch nur aus Holz. Ja, früher, ja, da war auch das Herz aus Holz. Aber einfach alles aus Holz. Und da war uns ein Schwert. Da war ein Holz Edition. Ja, so war das damals. Damals kam eine limitierte Gameboy Stein Edition raus, ja? Die war aus Holz! Gut, wir können jetzt noch warten. Wir können allerdings noch rausgehen. Ich würde noch warten. Wir können aber auch alte F4 drücken. Könntest du ein Munitionspaket hinlegen, Matthias? Aber selbstverständlich. Oh, das ist aber nett. Warte, ich pack's über hier hin. Find noch ein Schleifchen rauf. Ja. Oh mein Gott, nein! Ich kann gut jagen, auch in Ruhe! Hier in uns! Ich bin dabei und so! Mark, wir lieben dich doch! Ja, ich mich auch! Aber gemerkt! Ich lobe mich! Ah, hier ist Beef, Bitch! Kennst du diesen ich? Ja klar. Das bin ich. Der war nicht. Der war ich nicht. Deine Mutter war nicht. Zu deiner Geburt. War nicht gut. Irgendwie treffe ich heute gar nicht mit der Schrot, ey. Der versteht das Spiel nicht, der Typ hier. Guys, what are you doing? Come over here. Wir warten vielleicht noch aufs Boot? Random Guy oder? Nee, ist der ist Level 12, ist schon okay. Ist eigentlich okay. Ist trotzdem Level 13, oder? Ich nehme mir ein Wort. Ist das jetzt ein Bot oder ein Random Guy? Random Guy? Das ist ein Random Guy, ja. Ah, cool. Könnt ihr mir ein Bild von seinen Genitalien senden? Nein. Oh mein Gott! Will ich sterben? Was ist da los? Wow, Alter, ich krieg voll Schaden. Oh, du geile Schnecke, du. Du geile Schnecke, du. Nee. So, jetzt ab. Jo, jetzt ab. Alter, ich flieg richtig gerne. Schön, Bruder. Wir können die Leiter hier nehmen, ne? Meine Bruder nehmen hier. Von hinten. Ja. Matthias, sei diesmal mit in der Nachbearbeitung ein bisschen großzügiger mit den Pieps. Mr. Piep, richtig so an der Piep und Piep. Oh, an der Piep und an der Piep. Richtig Piep. Sehr oh, schön. Das so muss das sein. So und nicht anders. Ist das schon fast so leichter Hitler-Akzent. Anders kann man das nicht gewinnen. Das würde ich auch rauspiepen an deiner Stelle. Ja. Wir sind awesome. Geht schon wieder richtig gut los. Setz am besten im Video so ein Bild von einem Penis rein, was man eine hundertste Sekunde sieht und gleich darauf kommt ein schwarzer Balken raufgeklebt. Ich stand's aus der Reihe, juhu! Arsch. Ja, der Ninja. Ja, geil, geil. Ich bin Sickness gemacht. Und bekomme 80.000. Oh. Kann er auch gebrauchen, er ist ja nur Level 14. Ja. Okay Leute, das war's von diesem Job und ich hab mal bis zum nächsten Mal. Sagt tschüss ihr Latten. Tschüss ihr Lappen. Tschüss. So muss das sein.